So, noch mal kurz unterbrochen. Ja. Oh, klar. So. Schauen wir mal die verschiedenen Dachmuster an. Und wie lange ich jetzt gerade schon aufnehme. Was? Erst 22 Minuten. Das reicht doch nicht. Hey, ein Schieferdach. Oh, da brauche ich einen anderen Außenbelag. Es kostet ja alles nichts, deswegen. Stehfalzdach, Stahldach, Schieferdach. Ja. Bleiches Strohdach. Das ist nicht bleich, das ist weiß. Golden, das ist auch weiß. Strohdächer sind alle weiß. Oh, ich glaube, ich weiß nicht, was ich mache. Das ist vielleicht ein wenig verschwenderisch von dem Geld her, aber... So. Ein weißes Haus. Ist auch überall angestrichen. Ich doch hoffen. Ja. Sehr schön. So, das restliche Geld sollte ich aber vielleicht auch zum Leben übrig behalten. Sieht das Haus voll edel aus. So. Wieso weint der? Du hast eine Stereoanlage. Wein doch nicht, Jerry. Bitte nicht. So. Jetzt muss er sich erstmal alles angucken. Oh, ein Fenster. Yay. Seekündchen. Jerry ist, glaube ich, ein... Ja, er ist ein Workaholic. Sehr schön. Dann kriegt er zwei Jobs. Dann kriegt er einmal seinen Hauptjob und einen Nebenjob. So. Muss ich nur mal kurz rüberbringen, quasi. So. Genau, jetzt sucht er noch so. Stuhl würde ich auch noch anklatzen. Jobs und Berufe. Eine Traumkarriere finden. Weil er will ja Ermittler werden. Dann mache ich immer zum Ermittler. Was? Der kommt nicht in den Computer ran? Wieso kommt er nicht an den verfickten Computer ran? Was ist dein Problem? Hat der Probleme oder was? Guck mal, der kommt an den Computer ran. Du sollst dich an den Computer und erst recht nicht Computerspiele spielen. Dein Bruder muss eine Traumkarriere finden, ja? Also. Hallo? Jetzt find eine Traumkarriere. So, es ist brav. Feiner Jerry. Habe ich überhaupt im Badezimmer eine Lampe? Ich glaube nicht. Egal. Der braucht schon eine Lampe im Badezimmer. So. Geisterjäger, Tagespflege, Feuerwehrmann, Ermittler. In einer Welt, in der an jeder Ecke Gefahren lauern, stellen Ermittler ihre eigenen Regeln auf. Sucht dein Sim nach einer Herausforderung, dann warten jede Menge Intrigen auf ihn. Setz dich an den Computer, um online nach Fällen zu suchen. Oder warte auf Anrufe von Einheimischen, die deinen Sim mit Fällen beauftragen. Und sollte es mal nicht so viel zu tun sein, können sie auf der Polizeiwache immer noch Hilfe gebrauchen. Wir werden Ermittler. Selbstmotivation. Selbstmotivation kommt gleich nach Selbsterhalt, wenn man einer einsamen Karriere als Ermittler folgt. Manche Verbrecher ausfindig. Mache Verbrecher ausfindig, löse Rätsel und sorge für Ruhe und Frieden. Wenn Sims keinen anderen Ausweg mehr wissen, wenden sie sich an dich. Fühlst du dich dieser Herausforderung und den damit verbundenen Stress gewachsen, dann warten jede Menge Intrigen auf dich. Jerry Silbermann besitzt nun einen respektablen Mangel,
Was? Besitzt nun einen respektablen Mantel, weil er ein Privatermittler geblüht. Wie er einem Privatermittler geblüht. So, ich habe noch nie als Ermittler gespielt, deswegen ist es auch für mich eine ganz neue Sache. Sims mit Spürnase können als Ermittler Verbrechen bekämpfen und Rätsel lösen. Der Einstieg über diese Karriere erfolgt über die Zeitung oder den Computer. Fälle erhältst du über einen Besuch auf der örtlichen Polizeiwache, Recherche an Computer oder Anrufe von einheimischen Problemen. Ermittler haben einzigartige Tools zur Aufklärung von Fällen. Mit der Lupe nach Hinweisen suchen, nach belastendem Material suchen, Verdächtige bestechen und Beobachtungen anstellen. Ermittler können außerhalb der Computer können außerdem in Computer hacken, in Mülltonnen wühlen und Post anderer durchsuchen. Ja, cool. Ja, ich feier das. Ich ist gerade Belauscher. Ah. Seine Aufgaben: Fälle lösen, Logikfähigkeiten verbessert und Beobachtungen anstellen. Seine Berufserfahrung ist gleich 0. Und er arbeitet rund um die Uhr. Rund um die Uhr, immer. Ach so, da liest ein Buch der Typ. Ich frag mich. Oh, da steht ja der Mülleimer mitten in der Wohnung. Ups. Das kann ja wohl nicht sein. So. Bettbesitzverhältnisse. Upsala. Das ist das von Kenji und das ist das von Jerry. Was soll er machen? Ein wenig die Musik einschalten. Ja, ist ja ausgeschaltet, also von mir aus. Ausschalten. So. Okay. Was mache ich denn jetzt erstmal? Ich gehe mal an den Computer. Weiteres Anwesen kaufen, bla bla. Ermittler. Informationsdatenbank hacken. Ich hacke jetzt erstmal ein wenig. So, also ein Buch über Logik lesen und Fähigkeit Logik lernen. Ich würde sagen, dass das sich doch gut miteinander verknüpfen. Buchhandlung besuchen. Ja, ja, hacken uns ein. Oh ja, tipp, tipp, tipp. Aha, ja, yeah, ja, yeah, sehr schön. Okay, dann wird sonst noch ein Passwort. Sehr schön, okay. So ein bisschen tippen, so, 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 bla, bla, bla. Aha, ja, interessant, sehr interessant. Und nochmal Passwort. Passwort ist richtig. Ah, sehr schön. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Hehehe. So. Tipp, 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 tipp. So, jetzt bin ich wieder auf dem Desktop. Was macht der? Frame, ein Bild die Sekunde, was los? Was liest denn? Die Geschichte von Grant Rubino. Und was bekommt er dabei für... Achso, nee, das ist ja die Anzeige, wie weit er das Buch durch hat. Und als Grant Rubino nach Hause ging, kamen seine Enkel... Fähigkeit Gartenarbeit lernen, Kopfsalat kaufen, angeln gehen. Das ist so der Koch, der versorgt ihn mit Nahrung. So, was hat er gemacht? Wieso habe ich 8 Dollar bekommen? Habe ich mich irgendwo eingehackt? Dein Film besitzt derzeit keinerlei Fähigkeiten. Du kannst neue Fähigkeiten erlernen im... Lesen. Logik Band 1. Springe gegen Läufer. Ach so, ich habe mit Hacking 8 Dollar verdient. Wow. 8 Dollar. Indem ich mich in die Polizeidatenbank eingehackt habe. Das ist doch mal ein... Ich wollte gerade sagen, das ist ein normaler Familienalltag. Nein, du chattest nicht mit irgendjemanden. Du gehst jetzt in die... in die Stadt und kaufst da was ein. Ach, so ein Waschsalon gibt es auch, wusste ich gar nicht. Das Rot und wo? Ach, da.
Du kaufst jetzt ein paar Lebensmittel ein. So. Fahr. Was ist das? Verschwendung natürlicher Ressourcen. Ich sollte wirklich nicht allein fahren, wenn es der Umwelt...